Hello Friends, es ist mal wieder Zeit für ein neues Food Diary von mir und es ist mal wieder so ein ähnliches, es ist ein aktuelles Food Diary, sagen wir es so, und ja, lasse ja immer noch die alten alle durchlaufen, wie ihr wisst, und deswegen gibt es auch immer zwei Food Diaries jetzt die Woche, bis dann nur noch die aktuellen kommen. Und bei den aktuellen werde ich auch mal ein bisschen immer abwechseln, mal mit Kalorien, mal ohne Kalorienangaben. Das hier ist wieder ohne Kalorienangaben, aber es ist auch nicht zu viel vlogmäßig. Also ist wirklich, ich habe euch mal eingeblendet, wann ich aus dem Haus gehe oder sonst irgendwas. So viel passiert jetzt Zeit, also ist zurzeit noch nicht passiert durch Corona. Von daher, ja, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem so und ja, genau, viel Spaß. Und starten tun wir den Tag mal mit, was ich so trinke. Das zeige ich euch eigentlich auch fast nie. Und ich hatte diesen neuen Vesma-Tee, der war so lecker. Aber dann gab es natürlich auch Food. Und zwar habe ich hier so eine geile Alpro-Bowl mir gemacht mit dem Alpro-Kokosnuss-Ananas als Base. Der ist richtig, richtig lecker. Dazu noch Peanut Butter, Schokodrops und Schokolade. Und dann, was ich mir auch zurzeit voll oft mixe, einfach weil es weg muss. Ich habe noch so ein grünes Protein, was eigentlich ganz lecker ist, mit Erbsenprotein etc. Und das mixe ich mir dann einfach mit ein bisschen Milch an. Das ist auch ganz lecker. So, dann ging es mal wieder raus für mich. Und zwar meine Daily Too Good To Go Tour stand an. Da habe ich mir bei den Gorillas riesig viel Gemüse geholt. Da war ich dann erstmal gut ausgestattet mit Obst und Gemüse. Hab dann auch, also ich habe euch auch nicht immer alles, was Obst- und Gemüsenaschen angeht, gezeigt, aber zwischendurch die ganzen Mandarinen sozusagen immer mal gegessen und genau, ein bisschen was habe ich euch mitgefilmt. Dann gab es auch wieder einen riesen leckeren Naschi-Teller bei mir mit ja, allem möglichen, nochmal ein Whole One Pulver, was ich ja Probiotika immer für den Darm nehme. Und ja, dann ging es auch nochmal für mich raus, sind dann nochmal umgezogen. Damit ich auch jemand, der immer aus der Apotheke Sachen mitnimmt, also wirklich immer, wenn ich in der Apotheke bin, frage ich, ob sie noch irgendwas Süßes oder so Bonbons haben. Keine Ahnung, ich lieb's. Ja, dann da ich zu Hause, habe erstmal ein paar Möhrchen noch gesnackt. Also wie gesagt, ich bin auch jemand, der zwischendurch schon auch mal irgendwie einfach Obst und Gemüse snackt, aber das euch jedes Mal zu zeigen, ist halt wirklich aufwendig und ich glaube, das sollte auch nicht die Intention sein. Ja, wow, Kim, du kannst eine Möhre schälen und kannst sie auch wegschmeißen. genau, da hatte ich ja echt diese riesen Obst- und Gemüseausbeute dann. Und ja, dann hatte ich mir auch noch richtig geil, wow, diese Mentos geholt und die sind so lecker. Ich habe erstmal die ganze Packung auf einmal vernichtet. Und ja, dann habe ich nochmal weiter meinen Food-Test gemacht. Da habe ich ganz verschiedene neue Leckereien gefunden und auch ein neues Twix mit Hafer. Auch richtig gut. So sieht dann nur mein Chaos aus. Dann habe ich auch noch das Twix gegessen. Nee, das Snickers habe ich dann noch gegessen, genau. Und dann, ja, den Rest packe ich dann immer wieder sozusagen in den Kühlschrank oder in Vorratsteil. Und dann, ja, hält sich das ja auch, obwohl es dann halt auch nicht super lange immer hält. Genau. Ach, dann gab es eben noch das Snickers und das Twix. Und zum Abendessen gab es dann wieder Gemüse. Und zwar habe ich mir lecker verschiedene Ofengemüsesachen gemacht. Ich hatte ja echt super viele Pilze von den Gorillas. Und ja, dann habe ich mit Nüssen die gegessen. Dann noch mit diesen Crackern, die ich hatte. Dann noch Soja-Geschnetzeltes. Das, ja, das ist auch mehr weirdes Me. Ich snacke das auch roh einfach. Ja, ich glaube, das schmeckt nun wirklich niemandem außer mir. Und zum Nachtisch gab es dann lecker Erdbeeren mit Peanut Butter, noch Himbeeren mit dazu und noch leckere Kuchenkugeln. Die sind auch schon ganz geil, also zwar nicht so special, aber sie schmecken auf jeden Fall lecker. Dazu dann noch ein bisschen Schokolade, da hatte ich so Milka-Schokolade, Kokos-Schokolade. Und ja, damit habe ich mich dann ab ins Bett verzogen und nochmal kurzer Peanut Butter Porn. Am nächsten Tag gab es dann auch wieder eine leckere Bowl und zwar wieder mit verschiedenen Proteincremes, die habe ich euch ja auch in meinem Highlight von Flora Nutris, das ist glaube ich das Highlight, wo ich euch auch zeige, wie ich die mixe, weil ich das ja immer mit der Grundlage in dem Proteinpulver mache, weil ich das ja echt super lecker finde und dann mixe ich das einfach nochmal mit verschiedenen Sachen zusammen und ja, genau, hier mal wieder am Orange futtern und dann ja, war ich bei einer Wohnungsbesichtigung, also Daumen drücken vielleicht, danke. Und ja, dann habe ich noch eine Freundin getroffen, richtig, richtig gut, die war aus Göttingen zu Besuch, dann eine Runde Sightseeing-Tour gemacht und Kaffee geholt und ja, waren noch bei dem wunderschönen Wetter unterwegs und dann war ich wieder zu Hause, habe mir wieder einen kleinen Snacky-Teller gemacht, einen getrockneten Erdbeerscheiben, gepufften Dinkel, dann noch eine Mandarine, weil eben die Erdbeerscheiben sind von Koro und dann hatte ich noch diesen veganen Dani-Sahne.
Aber Leute, don't do it. Also der ist nicht so geil. Nee, muss man nicht unbedingt machen. Und genau, dann ging es auch nochmal raus für mich. Aber ich liebe es einfach bei dem schönen Wetter rauszugehen. Und ja, genau. Eine Runde spazieren, eine Runde Memos hören und Nachrichten beantworten. Und natürlich das Wichtigste, mir noch lecker Food holen. Ah, wieder meine Good-to-go-Tour. Diesmal war ich in Wedding. Das ist gar nicht meine Ecke. Aber so kommt man auch immer wieder in neue Gegenden. Und da gab es richtig, richtig geiles Food. Ja, da hatte ich dann echt dezent viel da. Das konnte natürlich esse ich sowas nicht alles auf einmal. Das habe ich mir schön erstmal über die nächsten Tage verteilt gehabt. Und ja, mich natürlich aber schon einmal auf jeden Fall durchgesnackt. Das ist ja immer Daily-Abend-Routine, neues Food für euch testen oder eben Sachen aus dem Too Good To Go-Video testen. Und ja, aber einmal alles angebissen. Gut, dass ich, also ich meine, ich bin ja die, die es auch immer aufisst, weil sonst wäre es halt eigentlich so super eklig, so die ganze Zeit so angebissene Sachen rumliegen zu haben. Aber ja. Und so ist das eben. Aber das eine Teilchen habe ich dann auch noch aufgegessen. Und dann hatte ich mir aber noch ein paar Food News mitgenommen, weil war ja noch nicht genug, was ich an Food hatte. Und habe dann noch ein paar Riegel getestet und auch gegessen. Und ja, dann noch Joghurt, Frischkäse. Genau, und diesen einen Riegel. Den gab es dann auch schon. Dann fand ich auch lecker. Also der war ganz in Ordnung. Muss man nicht machen, aber er war jetzt auch nicht super, super schlecht. Und der war halt wenigstens vegetarisch, nicht so wie so viele andere Riegel, die halt eben Kollagen enthalten. Naja, nach dem vielen Süßen gab es dann aber erstmal ein herzhaftes Abendessen. Und zwar habe ich hier von dieser frische Creme, das war diese vegane, die habe ich mir schon die Zudels gemischt mit Hefeflocken, gerösteten Nüssen und dann noch eine Avocado. Die sah schon ein bisschen angedetscht aus, aber es war wirklich nur gedetscht, nicht geschimmelt. Von daher ging das auch. Und zum Nachtisch gab es dann noch ein bisschen was von den süßen Sachen. Aber die waren halt auch einfach ziemlich geil. Also erstmal Zuckerschock danach, aber das war ziemlich, ziemlich lecker. Und dann ging es ab ins Bett und ja, am nächsten Tag gab es dann mal wieder, was auch sonst, eine Bowl von mir. Und ja, eine leckere mit noch mehr Süßigkeiten. Deswegen, es gibt auch keine Uhrzeit, wann ihr anfangen dürft mit Süßigkeiten. Also nur, weil viele fragen mich, also es gibt keine Uhrzeit, wann ihr aufhören dürft zu essen und auch keine, wann ihr anfangen könnt, bestimmte Sachen zu essen. Es gibt für bestimmte Lebensmittel keine Uhrzeiten. Und es gibt auch nicht, dann darf man was essen und dann nicht, sondern es wird dann gegessen, wenn man erstens, wenn man Hunger hat und zweitens, natürlich muss man auch öfter essen, wenn man keinen Hunger hat. Ach, übrigens, ich snacke auch Zitronen. Und sollte dann einfach essen, wenn man essen sollte. So, hat das Sinn gemacht? Ich hoffe, ja. Naja, dann gab es zwischendurch bei mir nochmal ein paar von den süßen Teilchen. Ja, also, und das ist mein Mittagessen, by the way. Aber ihr wisst eh, ich habe nicht so diese krassen Mahlzeitstrukturen. Das hat man, ich habe mir jetzt einfach ab dem Studentenleben, das ist, da bin ich einfach raus. Und ich kenne so viele Leute, die das einfach nicht mehr haben, seit man Student ist. Deswegen, ich finde, das ist auch nichts Schlimmes. Und dann gab es nochmal ein bisschen Greens, dann habe ich mir einen geilen Salat gemacht und dann kam meine Nu-Company-Bestellung an. Boah, Leute, wirklich. Also ich hoffe, dass eigentlich müsstet ihr es eh alle schon mal probiert haben. Es sind einfach die geilsten Riegel ever. Also die besten veganen Riegel sind das für mich. Ich sage das zwar zu vielen Riegeln, weil viele geil sind, aber die wären schon richtig gut. Ja, und dann kam an dem Tag noch mehr Proviant, noch mehr Nachschub an, und zwar von Flora Nutris. Da habe ich mir auch wieder Nachschub meiner Proteinpulver bestellt und eben meine Nahrungsergänzungsmittel, die ich immer von dort habe. Und dann ging es aber auch mal wieder raus, habe ich mich richtig schick gemacht für meine Spaziergehrunde. Na, man sollte sich ja auch für sich selber schick machen. Ich meine, ja, nur so, und ich merke das auch, wenn man sich irgendwie echt ein bisschen schön macht und schicker macht, dann geht man ganz anders raus und fühlt sich auch viel, viel besser. Ja, dann gab es zu Hause noch einen von den Nu-Kau-Riegeln. Dann übrigens beim Unboxing hatte ich auch schon einen von den Proteinriegeln gegessen. Jetzt dann noch eine Schokolade. Und dann war ich wieder Too Good To Go unterwegs und habe so einen richtig, richtig geilen Burger bekommen, Leute. Wirklich, ich war so begeistert. Das war einfach ein Veggie-Burger mit so einem grünen Patty. Und ich weiß zwar nicht, was genau es war, weil man bekommt ja Überraschungssachen. Und ja, euch da vielleicht auch mal die Angst zu nehmen, es ist, da ist ja nichts Schlimmes drin. Und auch wenn ihr mal nicht wisst, was genau ihr esst oder wie viel Kalorien es hat, ich meine, das weiß ich nie von den ganzen Sachen, die ich mitnehme. Das ist nicht schlimm und ihr müsst es auch nicht abwiegen und es ist auch egal, wie viel das wiegt und wie viel Kalorien das hat, weil es wird nicht, du wirst davon nicht auf einmal von heute auf morgen zunehmen.
Ja, nochmal wichtig zu sagen. Dann am nächsten Tag gab es wieder meine Bowly Schmoly. Dann noch einen Riegel mit dazu. Wieder einen von den leckeren Nu-Move-Riegeln. Und dann wieder Dinkelgepufftes, Erdbeerscheiben, Crunchy Müsli, nämlich das geile Bären Crunchy von DM, das mag ich ja auch ziemlich, ziemlich gerne. Dann habe ich mir noch so eine Proteincreme wieder gemixt und noch Peanut Butter. Ja, und dann an dem Tag war ich aber morgens auch noch beim Arzt gewesen und danach war ich echt so gerädert und lag den ganzen Tag nur, ich hatte so eine Infusion. Ich hatte so einen Test. Genau, deswegen den ganzen Tag war ich nur eigentlich rumgammeln und am Essen. Genau, dann gab es nämlich noch so einen Langos. Ich weiß nicht genau, was es war, aber es war auch so frittiertes Teig und eine Mandarine, Nussmus und frische Creme. Und natürlich auch mal wieder ein Daily Salat. Ja, und hier so mein tägliches Chaos. Oder gesagt, ich hatte bei Zara wieder bestellt. Aber dann habe ich mich erstmal wieder angezogen. Dann ging es mir auch langsam wieder besser. Und dann war ich nämlich auch mit einer Freundin verabredet zum Food-Test-Training. Und zwar haben wir nämlich so ein Fake versus Original Video gemacht, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Es ist so witzig geworden, wirklich. Also hat richtig Spaß gemacht. Aber wir erst noch eine Runde für einkaufen, eben bei Aldi und Kaufland, um da ein paar Dinge für zu shoppen. Und ja, dann haben wir erstmal eine riesen Food Party gestartet. Ja, slightly escalated. Voll lieb, ihr Freund hat auch geholfen. Und zum Beispiel auch, wenn ich mal so Food-Sachen teste oder sowas, ich meine, da würde nie auf die Idee kommen, für sowas jemals Kalorien zu zählen, von so kleinen Bites und allem. Und ja, deswegen, also bitte macht das auch nicht. Und ja, dann bin ich, hatte ich schon super viel gegessen und war eigentlich schon komplett Zuckerschock, aber dann auf dem Rückweg habe ich natürlich noch ein Fake Snickers gehabt und dann zu Hause musste nochmal ein Nukau-Riegel herhalten. Das sind auch meine liebsten Riegel, diese hellen Sorten sind so geil. Und zum Abendessen gab es dann aber wieder eine Portion Gemüse mit damit gerösteten Nüsschen. Die mache ich mir auch immer einfach im Ofen. Das geht super, super flott. Und dann habe ich eine Süßkartoffel mir noch gemacht. Die habe ich so zum Teil klein geschnitten oder eine Süßkartoffel habe ich klein geschnitten. Die andere habe ich im Ganzen einfach reingepackt und dann geschält. Ja, das war auch gut. Und dann gab es noch Zitronenkuchen, weil wir hatten Zitronenkuchen-Test und eine Milchschnitte mit dazu und noch eins von diesen frittierten Teilchen. Ja, das war alles mal wieder sehr, sehr fein, sage ich euch. Ja, dann next day habe ich mir, oder kam auch mal wieder Nachschub. So seht ihr mal, ich habe so ein richtiges Paketleben von meinem Her One. Also das sind das Probiotika, was ich nehme. Das habe ich euch ja jetzt schon öfter gezeigt und ich muss halt einfach sagen, mir hilft das wirklich. Also ich habe das Gefühl, dass meine Verdauung dann auf jeden Fall besser ist, wenn ich das nehme. Und ihr könnt euch da mal auch YouTube-Videos zu anschauen. Also es ist nicht komplett wissenschaftlich belegt, dass es hilft, aber mir hilft es und ich denke mir mal, wenn man halt wirklich Probleme in dem Bereich hat, mit Blähungen, Verdauung, warum nicht einfach mal testen? Ich würde mal sagen, irgendwie Hälfte hilft's und deswegen, ich kann es euch sehr empfehlen und es schmeckt halt auch noch ziemlich geil. Ja, dann gab es natürlich auch noch meine Bowl morgens und zwar habe ich mir wieder meine Proteincremes gemixt. Die mixe ich mir ja wirklich einfach mit meinen Flora-Proteins und dann noch ein Fake Twix mit dazu, genau. Dann noch mit Chiasamen, Peanut Butter, gepufften Dinkel, der ist übrigens auch immer von Koro, falls ihr noch fragt, und dann Bären Crunchy. Ja, ich hatte auch schon gesagt, dass ich mir mal diese Proteincreme noch mixe. Schmeckt nicht super lecker, aber irgendwie mal schon ganz lecker. Vor allem schmeckt es sehr gesund. Ja, dann ging es wieder auf meinen Daily-Spaziergang und wir haben einfach mitten in Berlin am Mauerpark, also wirklich am Mauerpark, Schafe. Das war ziemlich verrückt. Obwohl, das sind Schafe. Das war ein bisschen cool. Oder sind es Alpakas? Nein, Alpakas, oh Gott, habe ich nicht gesagt. So, unterwegs habe ich mir dann noch einen Riegel mitgenommen. Einen Riegel geholt, so einen Neo-Riegel. Und dann ging es ab nach Hause. Dann habe ich mir dann meine kleine Snacking-Platte gemacht mit den getrockneten Erdbeerscheiben. Die tue ich nämlich immer in dieses Peanut Butter ein und das ist so eine geile Kombi. Und dann noch zwei Stückchen Kuchen. Finde halt Zitronenfertigkuchen auch so eine Sorte, die schon mit am geilsten ist. Obwohl alle ja schon lecker sind. Ja, danach ging es aber für mich nochmal raus, dann habe ich mich nochmal eine Runde in den Park gesetzt und den Sonnenuntergang genossen. Es war echt super, super schön.
ja, einfach ein bisschen Menschen beobachtet und das schöne Wetter noch genossen. Zurück zu Hause habe ich dann ein neues Video sozusagen gestartet für euch, und zwar eure komischen Food-Kombis testen. Hier kleines Behind the Scenes. Das Video wird es auch noch geben. Und seid gespannt. Und dann noch ein bisschen Food-News am Testen. Der Riegel war zwar nicht so geil, aber ich habe ihn natürlich trotzdem gegessen. Dann gab es nämlich auch erstmal nach dem Testen, da habe ich den Riegel halt noch gegessen. Und dann hatte ich hier so rote Beete mit. Das ist übrigens eine geile Kombi gewesen. Rote Beete mit Zimt und Apfelmus. Genau, und eben noch diesen Cookie Bros Riegel, den ich euch nicht empfehlen kann. Ja, zum Abendessen gab es dann auch einen lecker Berg Gemüsi und dann Räuchertofu. Habe ich auch echt viel zu lange mir nicht mehr geholt gehabt. Muss ich mir auch wieder öfter holen, der ist nämlich echt lecker. Dann noch Gewürzgurken, Ofengemüse, Peanut Butter und Hefeflocken. Zum Nachtisch dann gab es noch einen von den Krapfen, der Berliner Pfannkuchen. Dazu noch Erdbeerscheiben und noch eine Fake-Milchschnitte. Ja, das war's auch schon wieder. Jo, damit sind wir am Ende angekommen und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Food-Inspo für euch finden oder ja, einfach, keine Ahnung, mir mein Essen anschauen. I don't know, ich find's immer so süß, weil ihr ja nebenbei dann auch immer irgendwas im Essen seid, aber das kann ich halt voll verstehen und ja. Genau, so viel habe ich auch gar nicht mehr zu sagen. Ich bin gespannt, was die nächsten Wochen noch so bringen, wenn jetzt wieder mehr Öffnungen kommen etc. Und dann gehe ich meine Masterarbeit bald ab. Und ja, ich freue mich auf den Sommer eindeutig und ich hoffe, ihr auch. Und ja, fühlt euch ganz, ganz fest gedrückt, bleibt stark und ja, genau. Also freue mich auf euch beim nächsten Video.